So, und damit sage ich herzlich willkommen hier zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Mein Name ist Ed, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, wie immer gilt natürlich, willst du nichts mehr verpassen, Abo dalassen, Glocke aktivieren, gerne, gerne kommentieren und natürlich liken, was das Zeug hält, ist ja logisch. So, beim letzten Mal haben wir ja die Strecke hier gebaut für die Ziegelgeschichte und ich sehe jetzt gerade, wir haben hier noch gar nicht ein Räumkommando für Schnee. Das heißt, das sollten wir vielleicht auch mal ganz, ganz, ganz schnell machen. Das machen wir auch mal. Warte mal, Service war das, genau. Technische Dienstleistung war das, genau. 11, 16. Dann nehmen wir ihn hier. So, alles klar. Lassen das mal schnell hochziehen. Und dann sollen die loslegen. So, schon fertig. Und dann können wir Fahrzeuge. Ja, dann nehmen wir... Na. Die natürlich. Dann sollen die eigentlich auch losdüsen. Machen sie auch. Läuft. Gut. Dann machen die den Weg frei. So, jetzt versuchen wir nochmal ihn hier zu starten. Jetzt geht's. So, und dann starten wir ihn hier. Aber wir machen mal Folgendes. Wir werden heute mal ein bisschen was anderes machen. Und zwar werden wir eine Mitfahrt mal machen. Lange nicht mehr gewesen. Wo waren das jetzt? Ja. Warte mal, Stopp. Genau, so ist, glaube ich, ganz gut. Und auf geht's. Machen wir eine kleine Mitfahrt. Lange ist es her. Mal gucken, wie das jetzt läuft. Mal, wie schön das ausschaut. Gut, passt. Auch in Ordnung. Durch den Tunnel. Den wir so gar nicht sehen. Ah, guckt euch das mal an. Natürlich gehen die Frames massiv gerade in den Keller. Wie viel habe ich denn? Oh, ausgelassene Frames 0,2%. Das heißt, mein CPU ist etwas überlastet gewesen gerade. Aber jetzt sind wir hier auf diesem wunderbaren Hochbahn. Unter dem Starkstrom links hindurch. Jetzt geht's in den nächsten Tunnel. Wieder durch die weiße Wand. Tunnel. Jawohl. Und jetzt geht's den Tunnel hinauf. Ins Gebirge. Mit einer leichten Linksdrehung. Und wir halten. Na, nee, nicht. Doch, wir halten. Weil das... Na. Hallo. Ja, ich sehe schon. Weil das hier nicht ganz ausreicht. Shit. Das Signal muss weiter vor, beziehungsweise es reicht nicht ganz. Ich muss es weiter vorne anbringen. Ich muss es weiter setzen nach vorne. Ja, jetzt will der natürlich drehen, ist klar. Ja, ja, ist klar. Shit. Okay, jetzt kann der aber ein Stückchen vorfahren.
Dann können wir das gleich nochmal regeln. Siehst du, solche Testfahrten sind nämlich ganz wichtig. So, das heißt, dann haben wir da hinten dann auch Ziegel. Na, wir müssen es, wie gesagt, ein Stückchen weiter vorziehen, aber ist kein Problem. Ja, der will natürlich jetzt... So, jetzt wollen sie beide fahren. So, du hältst jetzt. So, und du. Ach, come on. Mich verarschen, das Start- oder Endgebäude ist nicht mit der Straße verbunden. Kann doch nicht wahr sein. Und da zickst du jetzt nur rum wegen dem Signal. Ja, warum fährst du denn... Was hast du denn vor? Wieso fährst du denn... Hä? Wieso willst du denn unbedingt darüber? Das ist doch Schwachsinn, was du gerade hier machst, Junge. Du kommst doch gar nicht mehr rüber. Okay, pass auf, wir machen mal... So ist es korrekt. Und dich halten wir jetzt mal an. Mal gucken, ob er das rafft hier richtig. Ne, er rafft es auch nicht. Na doch, jetzt... Okay, er fährt nämlich rüber, das ist korrekt. Also machst du alles richtig. Na, was ist mit dir jetzt? Na, er ist immer noch... Okay, er denkt immer noch, er muss da lang fahren. In Ordnung. Mein Gott. Okay, anders. Frachtbahnhof. Ja, das war wieder klar. Ja, du wirst doch niemals darüber kommen. Ah, Mann. Das wäre so echt so saumäßig dumm. Mein Gott, wir haben ja die Kohle scheiß drauf, ne? Ganz ehrlich. Bevor ich mich jetzt hier lange mit euch hier rumärgere, machen wir es nämlich so. Ganz einfach. So, dann geben wir der Sache nämlich ein bisschen mehr... Spielraum. Machen das Ganze nämlich so. Bauen das hier vorne hin, dann haben sie genug Platz. Das zu managen. So, ich gehe hier hin. Na, komm. So, dann nehmen wir die hier weg. Na. Naja, warte mal, das ist aber auch ein bisschen... Schon wieder ein bisschen nah.
So, jetzt müsste es aber gehen. Na, komm schon. Okay, so, jetzt sollte es laufen. Holen wir uns einfach nochmal einen neuen Zug, ist ja kein Problem. Und dann klappt das. Auch mit dem Nachbarn. So, zack. Schnell noch einen neuen Zug geholt. Wo warst du? Die Skoda. So, ein Güterwaggon. Kapazität da. Ja, perfekto. Jetzt warten wir auf den anderen Zug. Und dann kopieren wir das Ganze. Geben mal Vollgas. Und dann können wir uns wieder den anderen Sachen widmen. Da ist er. So, okay, und drauf da. Und feuerfrei. So, zwei Züge sollte reichen, um die ganzen Ziegel hier reinzuballern. Ist ja schon wieder weg. Ziegel, 0,07 Tonnen. Ist ja schon wieder weg? Wäre jetzt aber krass. Ja, okay, der andere Zug, der hat ja die ganzen Zeugs drauf gehabt. Deswegen ist das jetzt natürlich schade, dass die ganzen Ziegel weg sind. Aber naja, gut. Oder steht immer noch hier drin, ne? Das reicht immer noch nicht. Ist ja Wahnsinn. Sehe ich ja jetzt erst. Ist immer noch nicht genug. Der stand immer noch drin. Das gibt's doch nicht. Kannst du auch da nicht reinsetzen? Ah, das ist echt ein Shit, ey. Ja, kannst du echt da nicht reinsetzen. Du musst... So, das ist das Nächste, was du machen kannst. So, jetzt, ich hoffe. Wenn nicht, muss ich echt umbauen. Mal gucken, ob es jetzt klappt. Der nächste kommt. Ne, gucke, der steht. Millimeter mit dem Poppes drinne. Millimeter mit dem Poppes. Ein Waggon zu viel. Das ist doch scheiße. Das ist doch kacke. Mal ganz kurz geschaut. Es ist halt doof, dass du im Tunnel keine Signale setzen kannst, ne? Aber was du für ein Megatunnel hier hast. Ah, ne, ist der andere. Da ist der Tunnel. Obwohl du in der echten Dings natürlich ein Dings setzen kannst, ne? Nimm noch mal was weg. Ich probiere noch mal was. Lass mal vielleicht noch mal ein paar Millimeter mehr kriegen. Nehmen wir das... So weit, wie es irgendwie geht, hier weg. Ja, irgendwie. Na komm.
So, das muss echt nur einen Millimeter vorziehen. Unglaublich. So, dann machen wir es mal, versuchen wir es mal hier. Das sollte reichen. Das muss reichen. Das wird reichen. Sehe leider nur nichts, das ist das nächste Problem. Na komm, ich brauche mal ein bisschen Licht im Dunkeln. Ja, ich weiß, du kannst gerade nicht fahren, das ist mir schon bewusst. Ich brauche aber Tageslicht. Das war mir wieder klar, dass das wieder jetzt wieder Probleme mit sich gibt. Okay, das geht. Das geht nicht. Ein Tunnel geht, der andere nicht. Okay, das ist schlecht. Na, come on. Ah, ist das ein Geschlängle hier. Okay, machen wir erstmal das hier. Na. Warum will der denn da andocken? Ah, immer nichts als Probleme. Ich mach mal. Okay, das ist ein bisschen zippelig. Okay, passt auch nicht ganz. Müssen wir noch mal was wegnehmen. Ach, Mann. Okay, der geht. Komm. Na komm. Oh. Ein Scheiß ist das. Meine, unter der Erde ist es ja wurscht, wie es aussieht. Ob es funktioniert. Dann müssen wir es halt ein bisschen umständlich bauen, aber egal. Hauptsache es klappt. Der Rest ist wurscht. Der andere Zug kommt nämlich schon. Und dann kann er nämlich durchfahren. So, dann bauen wir das jetzt nämlich gleich richtig. Ja, stopp. So, dann lösen wir das Problem jetzt endlich. Mein Gott, ich wollte in dieser Folge was ganz anderes machen. Ja, komm mal, deutlich besser. Da können wir die, nämlich die Signale jetzt nämlich hier hinpacken. Und dann ist das auf jeden Fall safe jetzt. So. Und damit sollte das Problem jetzt auch endlich gelöst sein. Genau. Wunderbar. So, okay. Damit haben wir das Problem jetzt gelöst. Wie sieht es hier aus? Zwei Leute. Das ist ein Witz. Ich brauche mehr. Mehr Leute. Okay, dann können wir jetzt mal weitermachen. Ein paar Minuten haben wir ja auf jeden Fall noch. Dass wir jetzt nämlich zusehen, dass wir noch mehr Arbeitskräfte hier hochbekommen.
Alter, die Performance ist echt absolut grausam gerade. Die ist echt böse. So. Vielleicht, wenn wir hier noch ein bisschen dran arbeiten. Na komm. Dass wir da noch was machen könnten. Dass wir da was angleichen. Noch ein paar Gebäude rankriegen und so. Okay, da muss ein Tunnel oder sowas sein, hier glaube ich. Dann nehmen wir mal vielleicht mal glätten. Sieht das ein bisschen besser aus. So, okay, den haben wir auch. Hier vorne ist die Busstation. 13 Arbeiter, 14 Arbeiter. Wir brauchen definitiv noch ein paar mehr, die da hocheiern. Hier würde es nichts bringen, oder? Wenn wir hier aufschütten. Weil wir jetzt sagen, okay, hier bauen wir noch eine Felswand hoch. So, okay. Jetzt machen wir das Ganze mal wieder schön glatt. Heben wir da noch ein bisschen an. Können wir da vorne auf jeden Fall noch mal ein paar Gebäude hinbauen. Noch mehr Arbeitskräfte. Die wir dann wunderbar hier verteilen können. So, du fährst jetzt direkt da lang. So, okay. Jetzt noch ein paar Wohnungen und dann haben wir's. Ja, mal diesen alten Stil haben wir hier genommen. Also nehmen wir auch den alten Stil hier weiter. Okay, können wir ruhig das hier so nehmen. Warte mal, wir drehen, obwohl... Nehmen das mal so hin. Und dann docken wir das mal hier so mit an. Ah, hier noch ein Stück. Vielleicht kriegen wir das ja gut aneinander geklappt. Performance ist gerade echt böse. Also man merkt jetzt so langsam, wo wir auf eine gewisse Größe zu hinstoßen, dass die Performance doch so langsam in die Knie geht. Liegt leider auch an meinem Rechner. Dafür möchte ich mich entschuldigen, aber ich kann mir momentan noch keinen neuen leisten. Ich arbeite daran. So, okay, lass mal... Ja, ja, Kollision, Züge können nicht fahren, ist klar. Okay, wir beschleunigen das Ganze. Also da möchte ich ehrlich gesagt nicht wohnen an dem Abhang. So Leute, gebt Gas, wir brauchen euch alle. Mehr Arbeitskräfte. Lauft. Ah, sieht schon besser aus. 80 Arbeiter.
Ah, es sieht schon deutlich besser aus. Jetzt müssten wir eigentlich genug hinbekommen. Müssen wir vielleicht sogar größere Busse einsetzen. Um die Masse hier wegzukriegen. Ja, 26. Sechs, fünf. Fünf, immer noch fünf. Ist noch nicht so der Burner. Jetzt laufen sie mal ein bisschen. Acht, sieben. Was ist denn hier los, ey, mit denen? War alles gut hier. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Mein Gott. Wir müssen halt ein Momentchen warten. Ist halt viel Betrieb auf der Metro. Aber es geht. Ja, sieht gut aus. Schön, mehr Leute. Vier Häftlinge. Okay. Können wir gleich mal welche hinterher schicken, oder? Warte mal, sehe ich leider in dem weißen Gedöns hier nichts, wo mein, da oben, mein Lager ist. Dann holen wir uns nochmal Busse, Häftlingsbusse. Sechs, sechs, 18. Das war schon mal besser. So, wo bist du? Wir kopieren. Das Ganze einfach. Damit wir die auch einen Lohn und Brot kriegen können. So. Ein gutes hat's ja, dass uns das hier hingefriemelt hat. Gehen wir kurz dorthin wieder. Hier scheint alles gut zu laufen. Und es wird Gott sei Dank Frühling. Gott und sein Schrank, sage ich nur. Immer noch 0,7 Tonnen nur, ist nicht viel. Was sind denn meine Züge? Vor allen Dingen, warum lädst du nicht aus? Mal ganz kurz schauen. Was der macht, das ist mir jetzt ein bisschen suspekt. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Oder kann der da nicht lagern, weil da alles Zeugs voll ist? Das glaube ich nämlich fast eher. Weil das Lager hier so voll ist. Ja, Ziegel, ja, 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 alles klar. Die Lager sind derzeit voll. Ah, mal so. Jetzt müsste ja was gehen. Ja, jetzt wird er seine Ziegel los. Jetzt klappt's. Sehr gut. Wunderbar. Gut, klappt, wackelt und hat Luft. So, er steht ein bisschen auf der Brücke, das ist aber in Ordnung. Das läuft. So, gut, viel geschafft haben wir jetzt nicht in der Folge. Tut mir leid, aber manchmal muss man auch ein bisschen Kleinkram erledigen. Aber das soll es fürs Erste gewesen sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs heutige Zusehen. Hinterlasst, wie gesagt, gerne Däumchen etc. pp. Schaltet nächsten Sonntag wieder ein. Kommt wieder auf Twitch zu mir. Gerne auch dann auf YouTube schauen. Und ja, habt ein schönes Restwochenende. Ich sage, macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed von edgaming.tv. Bye, bye.